Hello and welcome. My name is Mr. Wilke und du hältst gerade das erste interaktive Grammatikheft in den Händen. Vielen Dank, dass du dich für mein Heft entschieden hast. Warum ein interaktives Grammatikheft? Um dich gut in der Fremdsprache Englisch verständigen zu können, sei es mündlich oder schriftlich, kommst du um Grammatik einfach nicht drumherum. In diesem Heft habe ich deshalb versucht, eine Auswahl von verschiedenen Grammatikthemen möglichst übersichtlich und anschaulich mit ihren Regeln und mit ihren Besonderheiten zu erklären. Da sich die Grammatik in verschiedenen Stufen auch immer wieder wiederholt, konzentriert sich dieses Heft nicht auf eine einzelne Klassenstufe, sondern es kann dich über deine ganze Schullaufbahn begleiten. Hast du ein neues Grammatikthema in der Schule behandelt oder ein altes wiederholt, dann kannst du jederzeit auf dieses Heft zurückgreifen. Du musst die Themen nicht von oben nach unten bearbeiten, sondern kannst dort anfangen, wo du möchtest. Das Gute ist, deine ganze Grammatik ist praktisch in einem einzigen Heft. Interaktiv bedeutet hier aber auch, das Grammatikheft, so wie es jetzt vor dir liegt, ist nicht komplett ausgefüllt. Hier musst du selber aktiv werden. Denn nur wer selber tätig wird, der lernt am nachhaltigsten. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir ein wenig später. Wie ist dieses Grammatikheft aufgebaut? Wir gucken uns zuerst das Grammatikthema an sich an. Bei den großen Zeiten, Simple Present oder Simple Past, schauen wir uns an, wofür wird die Zeit überhaupt benutzt? Wie wird die Zeit gebildet? Welche Besonderheiten gibt es zum Beispiel bei der Kurzschreibweise, Schreiben der Verben? Und natürlich auch, was sind Signalwörter und welche sollten wir kennen? Danach, also nach der Theorie, gibt es immer eine oder mehrere Übungen mit Selbstkontrolle. Das heißt, du hast die Möglichkeit, deine eigenen Aufgaben eigenständig zu kontrollieren. Es muss dir also hierbei keiner helfen. Wie gehst du also Schritt für Schritt mit diesem Heft um? Zu jedem Grammatikthema gibt es ein von mir erstelltes Erklärvideo. Das schaust du dir an. Und mit Hilfe des Videos füllst du die Lücken auf den Materialien aus. Vor dir liegen dieselben Arbeitsblätter, die ich auch im Video benutze. Am Schluss jedes Grammatikthemas gibt es ein oder zwei Übungen, die auch nicht im Video vorkommen. Die bearbeitest du und kannst sie eigenständig kontrollieren. Wie gelangst du jetzt aber zu den Videos? Du brauchst Smartphone, Tablet und Internetzugang. Zu den Videos gelangst du, indem du die QR-Codes neben den Grammatikthemen scannst. Das macht das Heft interaktiv. Öffne dazu die Kamera-App auf deinem Handy und richte die Kamera auf den QR-Code. Siehst du dann unten eine kleine Benachrichtigung? Tippst du darauf, öffnet sich der Inhalt. Klappt das nicht mit deiner Kamera, kannst du im Play Store oder im App Store eine entsprechende QR-Code-Scanner-App runterladen und installieren. Alternativ kannst du auch auf meinen YouTube-Kanal klicken, der heißt Alles rund um Englisch und Religion, oder meine Homepage www.g-wilke besuchen. Die QR-Codes für den YouTube-Kanal und den QR-Code für die Homepage findest du auch auf der Rückseite dieses Hefts. Zu den Lösungen der Grammatikübungen gelangst du ebenfalls mit Hilfe der QR-Codes. Alternativ wirst du auch auf meiner Homepage in dem Bereich QR-Code-Bereich fündig. Der einfachste Weg hingegen ist QR-Code scannen und loslegen. Ich hoffe, dass dir das Grammatiklernen mit diesem Heft ein wenig Spaß und Freude bereitet. Und bedanke mich nochmal, dass du dich für mein Heft entschieden hast und wünsche dir jetzt viel Erfolg. Wie immer,
Mehr Tipps, Tricks, Materialien und Lernvideos findet ihr bei mir auf der Homepage www.g-wilke.de. Vielen Dank.